Ja moin, ich hatte vor kurzem ein Video über den Rollentrainer Elite Suido gemacht und dabei habe ich den ausgepackt und ich habe den halt gleich getestet und der Grund, warum ich dieses Video gemacht habe und überhaupt gemacht habe, ist halt, weil egal wo, man hört nie die Lautstärke von den Trainern und deswegen wollte ich nochmal so ein kleines Video machen, warum ich mich zum Beispiel für den Elite Suido entschieden habe und als Beispiel nicht für den Taxflux S-Smart, wenn ich jetzt richtig vom Namen her bin. Die sind ja beide in der gleichen Preisklasse und das Problem ist beim Taxflux, zumindest bei der älteren Variante, man liest eigentlich nur, das Ding geht kaputt und kann es einschicken. Darauf hat doch niemand Bock. Letztes Jahr hatte ich den Elite Quobo Smart Digital B+ und dachte, ja, Rollentrainer und steuerbar und bist du happy. Und ja, klar, im Vergleich zum normalen Rollentrainer ist der auch schon super. Aber ja, ich habe mir im Winter habe ich mir einen Platten auf der Rolle geholt, trotz Rollentrainerreifen. Der Trainer wurde warm und da man das Hinterrad direkt in den Trainer einspannt. Ich weiß nicht, also das ganze Fahrgefühl war so steif und jedes Mal, wenn der Reifendruck nicht gestimmt hatte, dann kam ich nicht wirklich voran. Dann war das so, als würde man mit einem platten Reifen fahren und das war so, ich weiß nicht, nervig. Man ist halt im Vergleich auf dem Trainer so steif und den Suito habe ich jetzt schon eine Weile genutzt, bin gerade nicht in der Lage, Fahrrad zu fahren, da ich eine Augen-OP hatte, deswegen auch die fancy Sonnenbrille. Und ja, aber man hat halt wirklich allein durch das Schwungrad und durch die drei Beine ist man nicht mehr so steif. Ich habe mir auch noch mit der Anleitung vom Kellersprinter ein Sprintboard gebaut. Dazu kommt gerne nochmal ein anderes Video. Und ich kann es nur empfehlen. Und der Sinn von dem Video überhaupt war ja eigentlich nur, weil egal wo, niemand zeigt dir, wie laut dieses Ding wirklich ist. Natürlich kann ich nicht sagen, wie ist der Trainer im Vergleich zum Wahoo, Kicker, Core und sonst was. Aber ja, der Suito ist schon ziemlich stabil für 600 Euro. Ich habe mir halt auch mein Sprintboard gebaut. Und es ist aber gar nicht mal zwangsweise nötig, dass man sich ein Sprintboard baut. Im Vergleich zum Quobo ist man überhaupt nicht steif. Natürlich bringt ein Sprintboard gleich nochmal viel mehr Fahrspaß. Was ich halt theoretisch auch empfehlen kann. Ein Sprintboard muss man sich nicht bauen, selbst das ist schon allein durch die drei Beine ziemlich gut ausgeglichen. Der Trainer selber ist etwa bei 60 Dezibel. Alleine die Schaltung ist etwas lauter, aber das ist halt die ganz normale Schaltung und das solltet ihr eigentlich kennen. Und es wird jetzt bestimmt auch den einen oder anderen geben, der sagt, der Taxflux Smart bla 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 ist besser. Aber wie gesagt, also ein Trainer, wo ich nur lese, ja, ist kaputt, 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 kaputt. Oder wenn man denn schon hört, es wurde als Ersatz der Tax Neo verbilligt angeboten. Das schreckt mich doch davon ab, mir einen Trainer zu bestellen, wo ich denke, ja, jetzt habe ich Spaß und dann hast du 6 Wochen oder länger gewartet auf das Teil und dann ist es nach 2 Wochen vielleicht im besten Fall kaputt. Von daher, ich würde mir den Suito jedes Mal wiederholen, weil allein für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 600 Euro circa top.